Zu Hause ist die Austria eine Macht, aber auswärts ist es wie verhext. Auch in Kapfenberg gibt man in letzter Sekunde eine Führung aus der Hand. Zunächst das 1:0 für die Austria durch den Elfmeter von Markus Bink, sein vierter Saisontreffer. Kapfenberg wirft am Ende alles nach vorne. Philipp Menzel ist auf dem Posten. Es sieht alles nach dem ersten Auswärtserfolg aus und dann das. Das 1:1 in der Nachspielzeit. Ein Ergebnis, das schwer zu verdauen ist. Auf der anderen Seite, die Austria liegt nur einen Zähler hinter Platz 2, der bereits zum Aufstieg reichen würde. Ich glaube, man kann auch nicht 30 Spiele gewinnen, das wäre ein bisschen unrealistisch und wir werden auf jeden Fall hart an uns arbeiten. Und wichtig wird sein, wer am 30. Spieltag an erster Stelle steht und nicht am 7. Spieltag. Wir waren vor 3 Jahren auf einem Abstiegsplatz, da waren einige Spieler von uns noch dabei. Und jetzt dieses Jahr Titelfavorit Nummer 1 sind. Ich glaube, das ist ein super Weg, was wir gemacht haben. Doch trotzdem keine Rückschläge und schlechte Ergebnisse leider zum Sport dazu. Das ärgert uns als Mannschaft am meisten, wenn wir nicht gewinnen. Und wir versuchen echt immer unser Bestes zu geben. Es macht keiner Fehler absichtlich. Das große Ziel schaffen aber nur alle gemeinsam. Da gehört Trainer, Vorstand, Spieler und vor allem die Fans auch dazu. Und deswegen bitte ich euch, dass wir das alle gemeinsam den Weg gehen. Und bitte unterstützt uns und haltet uns den Rücken frei, vor allem die Fans. Dann werden wir das auch gemeinsam schaffen. Danke.